Kannst du aber einen schönen Satz kurz über Manfred Krug sagen? Also wirklich irgendeine nette Sache ganz kurz mal, Jan. Böhmer, das ist vielleicht eine ganz geile Dienstleistung. Wenn sie sterben, Böhmermann spuckt in ihr offenes Grab. Ja, einfach nochmal. Roasting, Afterlife-Roasting mit Jan Böhmermann. Afterlife-Roasting, genau. Nur schlechtes über Tote, nur schlechtes Doppelpunkt, Jan Böhmermann. Nein, ich fand ihn ja nicht, ich finde ihn nicht unsympathisch. Ich fand, das war der Beste bei der Sesamstraße. Oh Mann, ey, Jan, das ist so. Klingt. Ich habe kein schlechtes Verhältnis zu Manfred Krug, aber als ich gesagt habe, das war der Beste bei der Sesamstraße, war es als Kompliment gemeint. Und als ich der Satz aus meinem Mund rauskam, merke ich, dass es kein Kompliment ist. Der Beste, der Zweitbeste nach Tiffy. Oh, Jan, Alter. Pass auf, ich sag mal was Nettes. Manfred Krug, hör jetzt mal auf ganz kurz. Ich muss das jetzt irgendwie revidieren, sonst müssen wir schneiden. Das geht einfach nicht. Das ist Leichenflatterei. Manfred Krug ist aus dem Osten nach Deutschland gekommen. Oh Gott. Jetzt mal erstmal. Manfred Krug hat... ich weiß... Hey, Alter, Jan, das geht nicht. So, ich wünsche mir jetzt mal für Krug-Song für die Playlist. Ich auch. Ich wünsche mir jetzt Manfred Krug mit auf der Sonnenseite. Wenn es draußen grün wird, alles hören wir klar. Jetzt von Manfred Krug. Manfred Krug, kommt jetzt der leider nicht mehr unter uns. Leider gestorben ist. Ja, was? So, jetzt gut. Mal kurz. Über Verstorbene nur Gutes. Manfred Krug war ein guter Typ. Guter Typ. Wenn es draußen grün wird, jetzt mal schnell die Spotify-Playlist einschalten. Und dann sind wir gleich wieder für Sie da.